Es ist wirklich absolut seltsam. Wenn man in dieses Schwarz blickt, dann blickt man ins Nichts. Absolut nichts ist zu erkennen. Es wirkt wie aus einer anderen Welt. Aber es ist von der Erde. Vanta Black, das absolut dunkelste Schwarz der Welt. Allerdings keine Farbe, sondern eine Beschichtung aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die nahezu das komplette Licht schlucken und damit Gegenstände unerkennbar macht. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt die wichtigsten Facts. Wie funktioniert diese besondere Beschichtung? Warum steht die Kunstszene Kopf? Jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. In der Fachsprache lautet der Name Vertically Aligned Nanotube Array, also Vanta kurz, und bedeutet in etwa so viel wie senkrecht angeordnetes Nanoröhrenraster. Und tatsächlich, bei Vanta Black handelt es sich nicht um eine Farbe oder ein Pigment, sondern um eine Beschichtung aus Carbon Nanotubes, CNTs, also Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Tatsächlich aber, und das klingt erstmal kurios, besteht die Beschichtung zum Großteil gar nicht aus Nanoröhrchen, sondern aus freiem Raum, der dazwischen liegt. Und genau diese Zwischenräume sorgen für dieses extreme Schwarz, denn das Licht, das auf die Nanoröhrchen fällt, verschwindet in diesen Zwischenräumen und wird absorbiert. Und weil so eben nur sehr wenig Licht reflektiert wird, erscheint uns Vanta Black so unheimlich schwarz. Auf der Herstellerwebseite gibt es dazu das folgende Szenario, das den Effekt ganz gut beschreibt. Stellt euch vor, ihr lauft durch einen dichten, dichten Wald, ganz viele Stämme, ganz dicht. Die Bäume sind aber nicht 20 Meter hoch, sondern 3000 Meter. Und das Licht, das dann noch unten ankommt, auf dem Waldboden, das ist kaum noch wahrnehmbar, weil es dazwischen eben geschluckt wird. Und wenn überhaupt. Gut erkennen kann man das auch an einem Stück Alufolie, in deren Mitte sich ein Stück Vanta Black befindet. Zerknittert. Doch das nimmt das menschliche Auge nicht wahr. Die Falten sind nicht mehr sichtbar. Dafür sieht es fast so aus wie ein schwarzes Loch. Laut Herstellerangaben absorbiert Vanta Black 99,965% der Lichtmenge. Und ich finde, dass dieses super Schwarz so wirkt, als seien Objekte stümperhaft mit einem Bildbearbeitungsprogramm weggradiert. Aber das eben in Wirklichkeit. Die Carbon-Nanotubes haben jeweils einen Durchmesser von 20 Nanometern und sind zwischen 14 und 50 μ lang. Eine Milliarde Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind etwa auf einem Quadratzentimeter verteilt. Allerdings hat das Gesamtvolumen, also der Materie darin, der Nanoröhrchen, nur einen Anteil von 0,05% an der gesamten Beschichtung. Das ist echt wow. Ein Quadratmeter wiegt gerade mal 2,5 Gramm. Ein echtes Wundermaterial. Also stellt euch mal vor, welch gruselige Karnevals- oder Halloween-Kostüme man sich damit bauen könnte. Leider ist es aber nicht wirklich für uns Endverbraucher erhältlich. Und abgesehen davon, dass diese Beschichtung nicht gerade günstig ist, eigentlich wurde sie für militärische Zwecke und bestimmte Anwendungen in der Raumfahrt entwickelt, wie etwa Teleskope. Denn die Eigenschaften der Beschichtung sind wirklich mehr als beeindruckend. Die Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind extrem unempfindlich, vor allem gegenüber Temperaturschwankungen oder starken Erschütterungen. Aber Achtung, bei direkter mechanischer Belastung, also selbst ein Fingerabdruck würde es zerstören, und so muss das Material vor direktem Kontakt geschützt werden. Oft geschieht das durch eine Schutzschicht oder Glas. Weil Vanta Black ja aber wie gesagt so extrem das Licht absorbiert, wird die Beschichtung mittlerweile auch sehr gerne in der Sensor- und Messtechnik und bei Infrarotkameras eingesetzt. Aber auch in der Kunstszene weiß man die Eigenschaften von Vanta Black zu schätzen. Anfang 2016 hat sich der britische Künstler Anish Kapoor die Rechte gesichert, sehr zum Ärger seiner Kolleginnen und Kollegen. Kapoor macht jetzt Skulpturenkunst mit Vanta Black, was absolut irre aussieht. Da man ja keine Schatten oder Reflexe sieht, sind Erhebungen und Vertiefungen nur erkennbar, und das auch nur schwer, wenn man um sie herum geht. Irre. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Nanotechnologie und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Einfach hier draufklicken und schon geht's los. Und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Wissenschaftlicher Durchbruch in 12 Millionen Dimensionen. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.